Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Webinar-Fortbildung der Heidelberg Engineering Academy. Heute ist Retina-Sprechstunde. Es wird eine Stunde lang zahlreiche Fallbeispiele für Sie geben. Und ich darf vielleicht gerade meine Kollegin bitten, einmal auf das Videobild von Herrn Dr. Siedlecki dazu zu schalten. Herr Dr. Siedlecki ist heute unser ärztlicher Referent aus der LMU in München. Da sehen wir ihn auch schon. Herzlich willkommen, Herr Dr. Siedlecki. Ja, also wie gesagt, Augenarzt aus der LMU in München mit Schwerpunkt Netzhautdiagnostik und Bildgebung. Passt also wunderbar zum Thema heute, nämlich den Fallbeispielen für Netzhautfälle. Und ich darf Ihnen einmal ganz kurz das Wort geben, dass Sie sich kurz vorstellen, Herr Dr. Siedlecki. Lieber Herr Befurth, danke für die netten einleitenden Worte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, freut mich, dass Sie heute Abend einschalten. Wir möchten heute wirklich medias in res gehen und uns wirklich ausschließlich mit OCTs, Angiografien und CSLO-Aufnahmen beschäftigen. Ich arbeite an der Augenklinik München. Wie schon erwähnt, mache ich Retina-Chirurgie und ganz viel Medical Retina. Diagnostik war und ist meine erste Leidenschaft. Und ich freue mich, dass ich Sie heute nicht mit Bildern blenden kann in einer PowerPoint-Präsentation und mit Farben, sondern wir gehen wirklich einfach an die Substanz, nämlich an die Diagnostik im HIEX. Und ich freue mich, Sie da auf eine hoffentlich spannende Reise mitzunehmen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte so viele Sie können. Ich möchte jede Frage beantworten. Okay, dann schalten wir jetzt hinüber in den HIEX 2. Sie werden sich vielleicht gleich etwas wundern, dass es etwas anders aussieht als in Ihrer Praxis im HIEX, denn das ist, wie gesagt, der HIEX 2, eine Weiterentwicklung neben einem anderen Datenformat. Hier werden alle Daten in DICOM-Format, also in SQL-Daten, abgespeichert. Ist es auch eine andere und überarbeitete Oberfläche. Wir sehen auf der linken Seite alle Patienten aufgelistet. Das ist hier in dem Fall sehr abgespeckt, da wir es so anonym wie möglich halten wollten. Haben wir nur den Nachnamen vorgegeben, in dem Fall, der sichtbar ist und den auch mit Fall 1 bis 10 beschriftet. Rechts daneben im oberen Fenster sehen Sie, wann der Patient untersucht wurde und was er für eine Untersuchung bekommen hat. Das ist hier also alles ganz personalisiert möglich. Man kann hier selbst seine Einstellungen hinterlegen, welche Beschriftungen man den Untersuchungen geben möchte. Und darunter sehen Sie dann die Vorschaubildchen, mit denen Sie dann in die gewohnte Auswertung gelangen, die Ihnen auch bisher gewohnt ist. Okay, dann würde ich sagen, wir geben das Wort wieder zurück an Dr. Siedlecki. Er darf den ersten Fall für uns vorstellen. Ich schalte mich einmal zurück und melde mich gleich wieder nach dem ersten Fall. Wunderbar. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich heute mal einen Würfel werfen, mit welchem der 10 Fälle wir anfangen. Ich würde behaupten, da heute der 1. Oktober ist, fangen wir mal an mit Fall 1. Fall 1 ist ein 53-jähriger Patient und der hat sich bei uns vorgestellt mit einer ganz interessanten Vorgeschichte. Ich sage Ihnen gar nicht, weshalb der Patient therapiert wurde, das lüften wir dann gleich nachher. Auf jeden Fall war aber in der Vortherapie beschrieben, dass er mehrfach Avastin intravitreal bekommen hat in das rechte Auge. Und leider hat er bei der 4. Injektion Avastin ex domo eine Endophthalmitis entwickelt. Und er kam dann zu uns mit der Frage, sollen wir denn weiter injizieren und wenn ja, wie kann man verhindern, dass eine Endophthalmitis passiert. Jetzt ist der Fall in mehrerer Hinsicht spannend. Ich mache Ihnen mal das rechte Auge auf. Der Patient zeigt hier im Endeffekt an der Fovea eine Pigmentepithelabhebung. Und Sie sehen, diese Pigmentepithelabhebung, die trennt hier wunderbar die Bruchmembran und trennt auch wunderbar hier das RPE. Wir haben hier oben, was ganz erstaunlich ist, solche hängende Tropfen am RPE und darunter relativ viel Flüssigkeit. Und hier am Rand haben wir so eine fibrovaskuläre Abhebung. Das heißt, irgendwo ist hier diese Pigmentepithelabhebung zweigeteilt mit ein bisschen subretinaler Flüssigkeit. Und wenn Sie sich jetzt dieses Bild anschauen, wir scrollen da mal durch. Irgendwie spießt das Pigmentepithel die Netzhaut fast schon auf und drückt die Netzhaut extrem nach oben. Das heißt, diese Pigmentepithelabhebung ist irgendwo relativ steil und relativ hoch, obwohl sie eigentlich gar nicht so wahnsinnig breit ist. Und ich sage es Ihnen ehrlich, 53, so ein Bild, wenn man da an die alten AMD-Kriterien geht, AMD neovaskulär oder überhaupt AMD, lässt sich ab dem 50. Lebensjahr diagnostizieren. Da werden wohl die allermeisten Kolleginnen und Kollegen erstmal die AMD als Verdachtsdiagnose in den Raum stellen.
Was ganz interessant ist, es gibt eine einzige Studie mit der Frage, gibt es eine einseitige AMD ohne Drusen am Partnerauge? Und wenn ich ehrlich bin, diese Studie ist ziemlich niedrig publiziert und ich glaube auch deren Ergebnisse nicht wirklich. Die meisten anderen Studien oder eigentlich alle anderen Studien sagen, AMD, da werden Sie mir, glaube ich, auch zustimmen, ist eine bilaterale Entität. Das heißt, selbst wenn der Patient hier 53 Jahre alt ist und ein neovaskuläres Geschehen rechts hat, würde man dennoch sagen, das linke Auge komplett blande. Wir sehen weder hier weiche Drusen, noch sehen wir irgendwo extrafoveale retikuläre Pseudodrusen. Das heißt, hier ist im Endeffekt das linke Auge komplett gesund, was ja eigentlich relativ ungewöhnlich ist. Das heißt, wir können eigentlich schon mal die Verdachtsdiagnose AMD irgendwo, ehrlich gesagt, beiseite schieben. Weil am linken Auge keine Drusen und am rechten Auge dieser Befund, das kann eigentlich keine neovaskuläre AMD sein. Es gibt eine schöne Studie, die Ocean-Studie hat im Endeffekt gezeigt, dass 18% aller Patienten in Deutschland, die als neovaskuläre AMD gelten, überhaupt keine neovaskuläre AMD sind. Heute früh habe ich ein Paper von Querquist und Kollegen zum Reviewen bekommen. Da haben die eine Inzidenz von 25% in Europa festgestellt. Das heißt, dieses Problem, wir nehmen an, es wäre eine neovaskuläre AMD, aber eigentlich ist es gar keine neovaskuläre AMD, ist doch häufiger als angenommen. Das heißt, was machen wir? Wir haben ja viele schöne Heidelberg-Geräte bei uns in der Praxis oder in der Klinik stehen und wir machen natürlich mehr Bildgebung. Und wir schauen uns mal hier die Fluoreszenangiografie an. Wir haben auch gleichzeitig noch eine Indocyanin-Grün-Angiografie gemacht. Und Sie sehen hier erstmal das Leerbild in der Infrarot. Und wir gehen jetzt hier einmal in das Leerbild der blaue Autofluoreszenz. Und was Sie schon mal sehen, hier irgendwie das Exudationsareal. Sie sehen das ja an der Hyperfluoreszenz in der FLA, ICGA im Leerbild. Da ist im Endeffekt hier das Exudationsareal relativ rund, was ja eigentlich für eine AMD nicht unbedingt so typisch sein muss. Wir klicken einmal weiter. Und jetzt sehen Sie, wie der Farbstoff anflutet. Sie sehen hier erstmal die überstrahlten Bilder. Gleich eicht sich das System. Und was können wir hier erkennen? Wir sehen hier in der ICG, auch in der FLA, eine seröse Exudation. Die entspricht ja auch der Pigmentepithelabhebung serös. Und in dieser schönen serösen Pigmentepithelabhebung sehen wir hier ein neovaskuläres Netzwerk. Und das Spannende ist, dieses neovaskuläre Netzwerk kommt ja hier schon von der Seite in diesen zentralen fovealen Bereich rein. Jetzt klicken wir mal weiter und ich glaube, Sie können es ganz gut erkennen. Wir haben innerhalb dieser neovaskulären Membran, die von hier irgendwo gefüttert wird mit Blut, zwei solche knotigen Verdickungen. Und ich persönlich habe selten so schöne Fälle gesehen wie in diesem Fall. Sie sehen zwei knotige Verdickungen und diese Verdickungen sind sehr suggestiv für Aneurysmen. Das heißt, in diesem Fall haben wir irgendwo eine Typ 1 CNV mit Aneurysmen, was ja laut Lawrence Yannouzi Aneurysmen ist gleich von ihm in den 90er Jahren beschriebene Polypen darstellt. Das heißt, in diesem Fall haben wir die Diagnose gestellt, polypoloidale choroidale Vaskulopathie, also eine klassische PCV. Die PCV ist in diesem Fall klassisch. Die PCV gehört ja eigentlich bei uns Europäern nicht zum AMD-Spektrum, sondern zum pachychoroidalen Spektrum. Und was Sie hier sehen, das linke Auge ist komplett blande, das rechte Auge hat aber so ein neovaskuläres Netzwerk. Und was eben typisch ist für die PCV, dieser Polyp und der hier schon ein bisschen Farbstoff verliert und diese massive seröse Exudation um dieses neovaskuläre Netzwerk. Jetzt schauen wir nochmal kurz links. Wir wollen ja auf keinen Fall, dass der Patient uns verklagt, weil wir was übersehen haben. Das heißt, wir fahren hier mal zu Minute 3 und 15 Sekunden am Partnerauge. Auch hier nochmal FLA, ICGA. Und wenn Sie sich hier den Befund anschauen, ist ehrlich gesagt nichts auffällig. Das heißt, auch angiografisch ist das linke Auge gesund und das rechte Auge hat dieses neovaskuläre Netzwerk. Sie wissen, dass die OCT-Angiografie ja heutzutage sehr viel diskutiert wird, in dem Sinne, dass sie eventuell, und ich würde sogar sagen, laut vieler Studien sicher sensitiver ist für viele Befunde als eine FLA-ICGA. Wenn Sie sich hier einmal in der OCT-Angiografie nochmal diesen Befund ansehen, dann sehen Sie hier sogar noch schöner, wie sich dieses neovaskuläre Netzwerk verteilt, aber Sie sehen nicht so gut die Aneurysmen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Die FLA-ICGA als dynamische Angiografie,
zeigt uns in den Aneurysmen wunderbar Farbstoffansammlung, weil der Farbstoff da rein schwappt. Wie Sie aber alle wissen, ist in einem Aneurysma wenig Fluss. Die Flüssigkeit ist eigentlich abgekapselt in dem Aneurysma. Und da die OCT-Angiografie ja vor allem Fluss darstellt, können Sie diese Polypen nicht so gut darstellen wie in der ICGA. Dafür sehen Sie aber noch viel besser die Verzweigungen dieses neovaskulären Netzwerks. Das heißt, hier kann man komplementär sagen, in der FLA-ICGA sehen wir die Aneurysmen besser als in der OCTA, einfach weil die Aneurysmen wenig Fluss haben und damit ist quasi in der OCTA nicht viel Bewegung nachweisbar. Auf der anderen Seite sehen wir aber das neovaskuläre Netzwerk schöner hier in der OCTA. Und es gibt ein wunderbares Paper von Gemi Chung, die so die Göttin des parikoroidalen Spektrums und der PCV ist. Und sie sagt in vielen ihrer Arbeiten, schauen Sie sich bei der OCTA nicht nur das En-Face-Bild an, sondern schauen Sie sich vor allem hier dieses Cross-Sectional OCT-Bild an, in dem der Fluss eingezeichnet ist. Denn dann sehen Sie hier plötzlich doch den Fluss und sehen auch, dass hier aneurysmale kleine Knötchen sind. Das heißt, zusammengenommen, hier direkt unter da, wo ich mit der Maus manövriere, Cross-Sectional OCTA zusammen mit der En-Face-OCTA, kann uns wunderbar nachweisen, dass in diesem Gefäß Fluss ist. Das heißt, wir haben bei diesem Patienten Anti-VEGF gestartet. Ich erspare Ihnen jetzt mal den Verlauf mit Anti-VEGF. Die Pigmentepithelabhebung hat auf jeden Fall abgenommen. Wir haben auf jeden Fall auch die Flüssigkeit eradiziert. Aber ehrlich gesagt, nach 6 Injektionen haben wir bei dem Patienten eine Full-Fluence-PDT nachgeschoben, einfach weil sein Spritzenbedarf hoch war und anatomisch das Ganze noch nicht perfekt geworden ist mit Anti-VEGF-Mono. Ich bin ja ein großer OCT-Liebhaber und ich bin auch ein bisschen faul. Ich möchte eigentlich in der OCT alles sehen können und möglichst multimodales Imaging, wenn es nicht sein muss, nicht machen. Das heißt, meine Frage ist immer, wie kann ich in der OCT die PCV erkennen, ohne nochmal eine Angiografie machen zu müssen? Ich mache es dann trotzdem, aber ich möchte schon mal wissen, worum es geht. Sie sehen hier diese Knötchen. Ja, das nennt sich Pearls on a String Sign und ist relativ klassisch für die PCV. Sie haben hier hängende Tropfen, das sind die Aneurysmen, die oben am RPE hängen. Das heißt, wenn Sie das sehen, erstes Zeichen für eine PCV. Zweites Zeichen, Kompartimentalisierung. Sie haben eine hier schöne fibrovaskuläre Membran und dann eine relativ steile RPE-Achse, hier einen RPE-Notch, also so eine richtige Flanke und hier einen serösen Anteil. Das heißt, hier Pearls on a String und hier Kompartimentalisierung, fibrovaskulärer Anteil, Flüssigkeitsanteil. Das ist ganz, ganz klassisch für die PCV. Und was wir hier noch eingezeichnet haben, die Aderhaut ist 319 Mikrometer dick subfoveal. Das ist auch ganz typisch. Die PCV geht grundsätzlich mit einer höheren Aderhautdicke einher als eine AMD. Das heißt, wenn Sie 300 Mikrometer überschreiten, ist es meistens wahrscheinlich mit diesen anderen Zeichen zusätzlich eher eine PCV. Was jetzt wichtig ist und interessant an der Vorgeschichte, der Patient wurde, und das ist das Fantastische, 2012 bei einer niedergelassenen Kollegin mit RCS behandelt. Und diese RCS war leider chronisch. Der Patient hatte chronisch subretinale Flüssigkeit. Er hat dann im Verlauf eine choroidale Neovaskularisation entwickelt, wurde dann in einer anderen Uniklinik in München gespritzt mit Avastin. Und dann erst im Verlauf hat sich bei diesem Patienten hier dieser polypolydale Phänotyp gezeigt. Das heißt, das ist einer der ganz, ganz wenigen Patienten, die diesen klassischen Verlauf haben. Sie haben erst Pigmentepithelveränderungen, dann eine RCS. 25-38% der chronischen RCS-Patienten entwickeln eine CNV und im Stadium 4 wird dann eine polypolydale choroidale Vaskulopathie oder heutzutage genannt parikoroidale aneurysmale Typ 1 CNV daraus. Das heißt, so ein Patient mit unilateralem Befund und PCV im Alter von 53 hat sehr, sehr oft eine CRCS in der Vorgeschichte und es lohnt sich danach zu fragen, denn wenn Sie im Endeffekt wissen, da ist eine CRCS in der Vorgeschichte, es ist eine PCV, haben Sie immer die Möglichkeit, nochmal obendrauf eine PDT zu setzen, auch Spironolacton-Additiv zu geben, was manchmal ganz gut wirkt, zusätzlich zur Anti-VEGF, was ja die einzelne Monotherapie bei der AMD darstellt. Ich hoffe, der Fall war schon mal fürs Erste spannend und ich hoffe auf viele Fragen. Herr Befort, wie sieht's aus? Zum jetzigen Zeitpunkt keine Fragen. Ich denke, wir verlieren keine Zeit und machen mit dem nächsten Fall weiter. Wunderbar.
Gut, also wir machen chronologisch weiter. Fall 2, wir starten 2015. Wir schauen uns mal das rechte Auge an. Das war der 7. April 2015. Und wir sehen hier diesen Befund. Das Schöne an diesem Befund, der wurde damals klassifiziert als eigentlich überhaupt keine Pathologie. Das heißt, da wurde gesagt, Sie haben nichts, schaut alles wunderbar aus. Und wenn man ganz genau hinschaut, ich würde Sie gerne mal abfragen, fällt irgendjemandem ein, was hier pathologisch sein könnte, abgesehen jetzt von dieser Glaskörperabhebung? Wenn irgendjemandem was auffällt, bitte im Chat einmal anmerken. Wir gehen mal weiter. Das war 2015. Wir gehen ein Jahr später, April 2016. Und Sie sehen, plötzlich bildet sich hier so ein kleiner Knötchen und hier wird irgendwie die Fovea relativ unruhig und unglatt. Und Sie sehen hier in der Infrarotaufnahme, es entsteht so ein getigertes, getüpfeltes Muster. Verglichen jetzt mit 2015 ist das eigentlich relativ viel mehr geworden in nur einem Jahr. Wir gehen noch ein Jahr weiter und Sie sehen, hier bilden sich noch mehr kleine Pyramiden aus unter der Netzhaut. Das wird hier nochmal in der Infrarot ausgeprägter. Und wir gehen nochmal nach 2018, wir gehen hier in die Fovea. Und Sie sehen, in der Fovea bildet sich plötzlich hier ein pseudovitelliformes Deposit, eine pseudovitelliforme Ablagerung. Wenn Sie das jetzt weiter beobachten würden, 2019, 20, 21, 22, würden Sie sehen, dass hier so eine Art pseudovitelliformer Phänotyp entsteht. Das ist für mich eines der spannendsten oder eine der spannendsten neuen Erkenntnisse gewesen. Spade hat im letzten Jahr, im Frühjahr beschrieben, es gibt von der AMD einen Phänotyp, der sich komplett ohne weiche Drusen äußert. Und wenn Sie den Erstbefund hier anschauen und Sie klicken mal extrafoveal, dann sehen Sie, dass extrafoveal überall sich ganz, ganz, ganz zarte subretinale Auflockerungen und Verdichtungen von der äußeren Netzhautschicht zeigen. Und das sind sogenannte retikuläre Pseudodrusen. Die sieht man eigentlich hier am besten parapapillär. Wenn wir da mal durchklicken, Sie sehen hier ganz, ganz sanfte, kleine subretinale Aufwerfungen und die werden über die Jahre mehr. Und diese retikulären Pseudodrusen sind ganz essentiell, weil man die oft einfach nicht beachtet, weil diese retikulären Pseudodrusen einfach so subtil sind. Und was Spade beschrieben hat 2019, es gibt einen Phänotyp, der entwickelt bei der AMD gar nicht so selten ohne weiche Drusen, pseudovitelliformes Material. Und da, wo wir vor Jahren gesagt haben, na gut, der Patient hat irgendwo eine pseudovitelliforme Makulopathie, wir wissen nicht, ob das vielleicht ein Late-Onset vitelliformer Phänotyp ist, einer Makuladystrophie, Morbus Best-artig. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, einfach wirklich auch extrafoveal zu suchen. Und Sie sehen am allerbesten hier eigentlich in der CSLO diese retikulären Pseudodrusen. Die sind im Gegensatz zu klassischen weichen Drusen nicht sub-RPE, sondern subretinal. Und diese retikulären Pseudodrusen sind grundsätzlich ein Zeichen einer global gestörten Choriocapillaris-Perfusion. Wir wissen ja von der AMD, die Druse ist nicht die erste Pathologie, die auftritt, sondern die erste Pathologie, die auftritt, ist ein kapillärer Dropout in der Choriocapillaris. Das heißt, da, wo die Choriocapillaris schlecht durchblutet ist, und das ist leider hier der gesamte hintere Pol, da bilden sich retikuläre Pseudodrusen. Und sekundär auf diese retikulären Pseudodrusen bildet sich entweder vitelliformes Material oder es bildet sich eine CNV oder es bildet sich im Langzeitverlauf eine geografische Atrophie. Das heißt, da wo ich vor Jahren noch gesagt hätte, das ist eigentlich gar keine AMD, weil keine weichen Drusen vorliegen, ist ganz eindeutig eine AMD. Wir können hier nochmal mit den retikulären Pseudodrusen mein Mantra von vorhin wiederholen. Ist es denn auch wirklich bilateral oder nicht? Und wir gehen mal 2018 an das linke Auge und Sie sehen hier eine frappierende Bilateralität. Hier ist dieses pseudovitelliforme Material sogar viel, viel ausgeprägter. Das heißt, mit diesem Befund, früher hätte man gesagt pseudovitelliforme Ablagerung, heutzutage weiß man, wir haben retikuläre Pseudodrusen, das ist choriokapilläre Ischämie. Sie sehen, die Aderhaut ist sehr dünn. Und wenn Sie bei diesen Patienten testen auf Best-Gene, oder auf AMD-Gene, dann werden Sie dann nur AMD-Gene feststellen können und keine Morbus-Best-Gene, keine Vitelliformen-Gene. Hier ist einfach nur tatsächlich das RPE durchgehend dekompensiert aufgrund einer choriokapillären Ischämie, die aber nicht nur subfoveal liegt, sondern auch am gesamten hinteren Pol. Das heißt, das ist eine AMD. Wir machen bei solchen Patienten immer engmaschiges Monitoring, um eine vor allem RAP,
grundsätzlich Neovaskularisation, aber vor allem RAP auszuschließen und auch, um natürlich das geografische Atrophiewachstum zu monitoren, was hier leider im Langzeit- und mittelfristigen Verlauf auftreten kann. Das heißt, Teaching Point aus dieser kleinen Fallserie hier, Fall 2, achten Sie bei der AMD nicht nur auf weiche Drusen, die retikulären Pseudodrusen sind mindestens genauso wichtig und zeigen oft einen aggressiven Verlauf, entweder pseudovitoliformes Material oder eine RAP-retinale angiomatöse Proliferation oder eine geografische Atrophie. Und mit diesen retikulären Pseudodrusen haben wir quasi nochmal eine ganz schöne Imaging-Charakteristik für die AMD dazugewonnen, die man manchmal suchen muss. Wenn man sie aber findet, weiß man, dass da leider ja relativ viel Erkrankungsaktivität zu erwarten ist. Herr Befurt, zu den retikulären Pseudodrusen, gibt es da Fragen? Ja, also sehr interessante Erkenntnisse. Ich denke, dass diese Veränderungen gar nicht so selten sind und oftmals doch eine Hürde in der Diagnostik sind, wenn man solche OCT-Befunde sieht. Wir haben eine Frage zu diesem Beispiel und noch eine zum ersten Beispiel. Die Frage zu diesem Beispiel ist, wie oft heißt engmaschig kontrollieren? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, engmaschig ist wirklich ein sehr dehnbarer Begriff. Also ich habe Kolleginnen und Kollegen, die kontrollieren bei solchen Patienten dreimonatlich. Ich denke, wenn man dem Patienten ein Amsler-Gitter mitgibt, reicht wahrscheinlich halbjährlich. Der Patient muss einfach nur wissen, soll sich was verändern, sollten irgendwie neue Metamorphopsien auftreten, dann bitte zügig kommen. Irgendwas zwischen 3 und 6 Monaten halte ich für richtig, einfach weil diese Patienten oft eine RAP entwickeln und ich möchte einfach bei der RAP sicherstellen, dass ich da nicht wochenlang zuschaue, sondern bei der ganz zarten intraretinalen Flüssigkeit schon in der OCTA den Nachweis machen kann von einer retinokorridalen CNV oder makulären Neovaskularisation und dass ich da vor allem früh dran bin. Das heißt, vor allem die frühe Therapie der RAP ist essentiell und ich denke, da ist 3 bis bei mir eher 6 monatlich angebracht und sofortige Wiedervorstellung, wenn sich irgendwas akut verschlechtert. Geben Sie auch Therapie nach AREDS, ist die Folgefrage vom gleichen Zuhörer. Sehr gute Frage. Grundsätzlich ist ja die AREDS-Therapie bei Patienten mit konfluierenden weichen Drusen wissenschaftlich bewiesen. Da wir die retikulären Pseudodrusen ja eigentlich ehrlich gesagt erst seit kurzem als AMD-Drusen kennen und vor allem fundoskopisch diese Drusen ja oft sehr, sehr diskret sind, gebe ich bei diesen Patienten kein AREDS. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob es schädigt oder ob es hilft. Zumindest muss ich sagen, es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass es hilft. Deswegen gebe ich es da nicht. AREDS-2-Medikation gebe ich aber auf jeden Fall bei konfluierenden weichen Drusen. Da ist keine Frage, da macht es absolut Sinn. Und die Patienten nehmen es ja meistens sogar schon ohne Empfehlung von uns, weil sie sich ja selber informieren. Okay. Und nun noch abschließend eine Frage zum ersten Fall, zur PCV. Ob da Aflibercept mehr Sinn macht? Ob es eine bessere austrocknende Wirkung auf die Aderhaut hat? Hervorragende Frage. Absolut. Also wir haben grundsätzlich gibt es ja keinen so wirklich guten Head-to-Head-Vergleich von Ranibizumab gegen Aflibercept, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, sowohl bei der RCS mit dicker Aderhaut als auch bei der PCV mit dicker Aderhaut habe ich mit Aflibercept einen stärkeren Effekt. Wir haben beispielsweise bei nicht-aneurysmalen CNVs, das heißt bei einer CNV nach CRCS, haben wir eine Studie publiziert, wo wir Patienten, die wir nicht mit Ranibizumab trocken gekriegt haben, auf Aflibercept geswitcht haben. Und mit Aflibercept war die Trockenlegungsrate bei diesen Non-Respondern dann doch 50%. Das heißt, dicke Aderhaut heißt für mich absolut, ich injiziere Aflibercept. Man muss wissen, bei der CRCS mit CNV, das wird ja rechtlich gesehen als sekundäre CNV, da ist Aflibercept definitiv Off-Label-Use. Wenn Sie aber eine PCV diagnostizieren, ist Aflibercept erlaubt und dann ist das auch tatsächlich wirksamer. Es gibt sehr schöne Ergebnisse aus den Prolocizumab, also BOVU-Studien, wo Subgruppenanalysen zur PCV gemacht wurden und scheinbar ist Prolocizumab sogar noch einen kleinen Ticken wirksamer als Aflibercept in PCV-Patienten. Wären jetzt die Nebenwirkungen von Prolocizumab nicht, hätte ich das wahrscheinlich noch viel breiter angewendet. Aber ich bin sehr gespannt. Ich denke, dass Prolocizumab da auch nochmal ein vielversprechendes Novum ist, das vielleicht dann noch besser trockenlegt als Aflibercept. Aktuell ist aber mit Sicherheitsnutzenrechnung Aflibercept für mich für die PCV der Goldstandard. Okay, noch eine letzte Frage, bevor wir zum nächsten Fall kommen. Jetzt geht es wieder um den Fall mit den retikulären Pseudodrusen und dem vitelliformen Material im Zentrum.
Wie es da pathophysiologisch erklärbar ist, dass dort eine Rappläsion gehäuft vorkommt? Hervorragende Frage. Es ist so, die Ischämie ist ja eigentlich grundsätzlich einer Choriocapillaris fokal, wenn sie weiche Drusen haben. Das heißt, es wurde von Robert Marlins und Kollegen in wunderbaren Arbeiten gezeigt, wenn sie quasi die Netzhaut haben und irgendwo ist die Choriocapillaris kaputt, da gibt es keine Gefäße, dann entsteht an der Stelle, wo das Gefäß nicht perfundiert, eine Druse. Jetzt ist es so, bei der normalen AMD Typ 1, Typ 2 CNV ist fokale Ischämie, dann wächst da eine CNV in diesem Bereich, fertig. Bei der retikulären Pseudodruse ist es so, sie haben in der kompletten Netzhaut überall Ischämie, die nicht fokal, sondern globalisiert ist. Und Spade hat letztes Jahr eine wunderbare Hypothese beschrieben. Er nennt es den Cytokine Storm. So auch wie bei Covid-19 der Zytokinsturm Patienten manchmal auf die Intensivstation bringt. So ist im Endeffekt der Zytokinsturm in der Netzhaut dadurch erklärbar, dass so wahnsinnig viel Ischämie global stattfindet aufgrund der kaputten Choriocapillaris, dass die gesamte Netzhaut voll ist mit VEGF und anderen ischämischen Mediatoren. Und da die Netzhaut dann komplett voll ist mit diesen ischämischen Mediatoren, bildet sich gleich in der Netzhaut die Neovaskularisation und nicht in der Chorio, in der Choroidea. Das heißt, diese globale massive Ischämie macht so eine Netzhautischämie, dass direkt in der Netzhaut durch diesen Zytokinsturm diese retinochoroidalen Anastomosen entstehen. Vielen Dank für die Erläuterung. Ich denke, das war sehr einleuchtend. Wir machen weiter mit dem nächsten Fall. Wunderbar. Fall 3. Fall 3 ist meine Lieblingspatientin. Die Dame ist A, nicht nur wahnsinnig nett, sondern gleichzeitig auch extrem compliant und sie hat einen hervorragenden Visusverlauf. Und dieser Fall illustriert, was sie alle jeden Tag schaffen, nämlich durch Anti-VEGF-Blindheit zu verhüten. Jetzt haben wir diese Patientin 2015 gesehen und diese Patientin hat sich vorgestellt mit rechts trockene AMD und links neovaskuläre AMD. Und ich bin zum Glück jung genug, dass ich diese Junius-Kundennarben eigentlich gar nicht so wahnsinnig erlebt habe. Aber Sie können sich bestimmt alle daran erinnern, wie war das mit den Zeiten, als es kein Anti-VEGF gab. Da hat man im Endeffekt zugeschaut, wie die neovaskuläre Membran wächst und blutet und am Schluss eine riesen fibrovaskuläre Narbe entsteht. Also, das ist hier die Zuweisung 2015, neue Metamorphopsien links. Und wir schauen uns einmal hier an, das linke Auge. Sie sehen am linken Auge eine Pigmentepithelabhebung. Und diese Pigmentepithelabhebung ist jetzt gar nicht so wahnsinnig groß, aber doch schon so, dass man sagt, gut, da sollte man therapeutisch auf jeden Fall was machen. Wir haben eine Angiografie gemacht. Die Angiografie zeigt Exsudation. Sie sehen hier unten eine ordentliche subretinale Exsudation. Die Flüssigkeit läuft bis hier runter. Also da hat es richtig rausgesuppt aus dieser CNV und die CNV hier als Typ 1 CNV sitzt direkt subfoveal. Das rechte Auge, das andere Auge, hatte eigentlich bis auf ein paar Drüschen und eine wirklich dünne Aderhaut keine Probleme. Wir sehen hier kleine hyperreflektive Fozi. Sie können sich vorstellen, was hyperreflektive Fozi bedeuten. Wir müssen auf die gleich nochmal intensiver eingehen, wenn wir dann rückblickend eigentlich den Erstbefund aus der Position 5 Jahre später anschauen. Ich suche nochmal kurz hier den hyperreflektiven Fokus. Vielleicht fahren wir sogar kurz mit dem Video durch. Und die Frage ist, ich habe diesen Fall so plakativ mal genannt, which eye is doomed? Welches Auge ist dem Tode ausgesetzt? Rechtes Auge, wir haben hier Drusen, hier diesen einen hyperreflektiven Fokus, vielleicht 2, und am linken Auge diese neovaskuläre Membran. Und Sie hätten bestimmt alle gesagt, und ich hätte das genauso gesagt, das linke Auge ist im Endeffekt dem Tode geweiht, weil eine neovaskuläre Membran besteht. Jetzt haben wir natürlich diesen genialen die geniale Möglichkeit, Anti-VEGF zu spritzen. Und diese Patientin, wie vorhin schon gesagt, ist extrem compliant. Das heißt, sie kam im ersten Jahr, das ist jetzt ein Jahr, und in diesem einen Jahr sehen Sie, was wir für einen Erfolg hatten. Die subretinale Flüssigkeit ist deutlich weniger, die Pigmentepithelabhebung ist ein bisschen geschrumpft und wir haben hier Sub-RPE-Flüssigkeit, aber insgesamt ist der Befund doch eigentlich ganz schön stabilisiert. Jetzt schauen wir nochmal ein Jahr später, 2 Jahre. Nach 2 Jahren und insgesamt, ich muss kurz nochmal nachschauen, 20 Injektionen, also viel Injektionen, ist diese Pigmentepithelabhebung doch zusammengeschnurrt. Wir schauen nach 3 Jahren, wir schauen nach 4 Jahren. Hier nach 4 Jahren haben wir insgesamt 42 Injektionen gemacht, das heißt viel injiziert.
aber der Befund ist hervorragend. Sie haben zwar ein bisschen Flüssigkeit, Sie haben hier ein bisschen Sub-RPE-Flüssigkeit, ein bisschen subretinale Flüssigkeit, aber die Pigmentepithelabhebung ist eigentlich wunderbar zusammengeschrumpft und Sie sehen hier ein sogenanntes Onion-Sign. Sie haben hier im Endeffekt Membran, darüber einen kleinen Saum Flüssigkeit, darüber wieder Membran, darüber wieder einen kleinen Saum Flüssigkeit und wieder Membran und darüber wieder ein bisschen Flüssigkeit. Das heißt, was wir hier mit dieser CNV geschafft haben, ist eine Maturation. Wir haben die CNV natürlich ein bisschen wachsen lassen müssen, aber wir haben jedes Mal, wenn Exudation stattgefunden hat, injiziert. Das heißt, die CNV bildet wie eine Zwiebel mehrere Häute übereinander aus und ist am Schluss ein schönes, stabiles, neovaskuläres Konstrukt. Sie alle wissen, der Körper bildet natürlich am Auge Blutgefäße in den allermeisten Fällen und vor allem bei der AMD überschüssig und mit zu viel Aggressivität. Das heißt, in diesem Fall, die CNV möchte wachsen, bluten, möchte einfach ungehindert und unkontrolliert infiltrativ wachsen. Was wir mit Anti-VGF machen, wir schneiden uns dieses Bäumchen zurück. Das heißt, statt Wildwuchs, wie bei Unkraut, haben wir im Endeffekt mit der Anti-VGF-Injektion die Möglichkeit, das Gefäß immer wieder zusammenzuschneiden. Das heißt, der Körper bildet wahnsinnig viele kleine Gefäßästchen. Wir spritzen Anti-VGF, die Gefäßästchen verschwinden und übrig bleiben am Schluss nur dicke, schöne, stabile Blutgefäße, die ausgereift sind, vor allem durch die Attraktion von Perizyten, die von außen diese Blutgefäße stabilisieren. Das heißt, wir haben hier statt infiltrativen CNV-Wachstums geschafft, über 5 Jahre lang das CNV-Wachstum zwar zu erlauben, aber wir haben das CNV-Wachstum so beherrscht, dass am Schluss aus diesem massiven Befund eine schöne, stabile, nicht infiltrative CNV geworden ist. Und diese Patientin hatte bei Erstdiagnose neovaskulär 0,4 gesehen, nach 5 Jahren Therapie 1,0. Warum ist das meine Lieblingspatientin? Wir schauen uns hier das Partnerauge an. Das Partnerauge hatte nie das Glück, und Sie werden jetzt erstmal denken, ich habe mich versprochen, das Partnerauge hatte nie das Glück, eine CNV auszubilden. Und wenn Sie sich überlegen, für was ist denn der hyperreflektive Fokus ein Vorläufer? Der hyperreflektive Fokus, das hier, dieses kleine Pünktchen, das sind RPE-Zellen, die fliehen vom Tatort. Und der Tatort ist eine leider gestörte choriokapilläre Perfusion. Und durch die Druse, die sich hier bildet, haben sie hier überall in diesen Netzhautschichten Ischämie. Und das RPE flieht in die mittleren Netzhautschichten. Sie haben hier den mittleren Netzhautplexus, Sie haben hier den superfiziellen vaskulären Netzhautplexus. Und Cursillo und Kollegen konnten zeigen, dass RPE-Zellen sich in histologischen Schnitten um Blutgefäße anordnen, weil sie so ischäm sind. Das heißt, wenn wir hier RPE-Migration haben, ist das immer ein Zeichen einer geografischen Atrophie. Jetzt klicken wir durch, dieses Auge 5 Jahre lang, keine einzige Spritze. Die Druse wächst nicht wirklich, aber das RPE fängt an, noch mehr wegzumigrieren. 2 Jahre, Sie sehen, wie hier überall das RPE abzischt und abhauen möchte und natürlich leider auf dem Weg meistens umkommt. 4 Jahre, es wird noch mehr und nach 5 Jahren sehen Sie eine geografische Atrophie. Und Sie sehen hier nach 5,5 Jahren, dieses Auge ohne neovaskuläre Membran, ohne Therapie, ist in der geografischen Atrophie gelandet. Sie haben kein RPE, Sie haben hier keinerlei Photorezeptoren mehr, Sie haben degenerative intraretinale Flüssigkeit und Sie haben hier eine nackte Bruchmembran. Das heißt, dieses Bild verdeutlicht wunderschön, was es heißt, der Körper versucht mit der CNV Blutgefäße zu ersetzen, die aufgrund der AMD-Pathologie verloren gehen. Und es gibt eine wunderbare Arbeit von Pfau und Kollegen in Ophthalmology Retina letztes Jahr, die kann ich Ihnen nur empfehlen zu lesen. Typ 1 CNVs schützen, egal ob sie exudieren oder nicht exudieren, vor geografischer Atrophie. Das heißt, was der Körper macht, nämlich die Bildung von Blutgefäßen, ist nichts Schlechtes per se, sondern es ist unsere Aufgabe, diese Blutgefäße zu stabilisieren durch Anti-VEGF und zuzulassen, dass diese Gefäße maturieren, reif werden, nicht bluten, nicht Flüssigkeit verlieren, aber dennoch ihren trophischen Effekt ausüben. Das heißt, die Netzhaut mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Jetzt gucken wir uns hier nochmal die extrafovialen Bereiche an und Sie sehen, zusätzlich zu Drusen haben wir hier auch retikuläre Pseudodrusen. Die sieht man ganz wunderbar
in diesem Bild oder beispielsweise auch hier. Das heißt, diese geografische Atrophie, die hat sich leider auch schon durch die retikulären Pseudodrusen angekündigt. Während hier zum Beispiel am linken Auge gar nicht so viele retikuläre Pseudodrusen zu sehen sind und die CNV vor allem durch unsere Spritzentherapie, egal wie viele Pseudodrusen da sind, bildet hier eine schöne trophische Plaque. Das heißt, ich habe promoviert ursprünglich mit einer Arbeit, wo es darum ging, die CNV zu eradizieren mit Kombinationstherapie, PDGF-Therapie zusätzlich zu VEGF. Und ich muss aus meiner heutigen Perspektive sagen, das war ein Fehler. Wir wollen nicht die CNV eradizieren. Ich bin froh, dass ich das damals nur in vitro im Labor gemacht habe und nicht am Menschen, denn CNV-Eradikation ist ein Fehler. Es geht darum, dass man die CNV stabil hält, nicht exudieren lässt, nicht bluten lässt, aber sich darum kümmert, dass die CNV im Endeffekt trophig ausüben kann, denn dann kriegen sie keine geografische Atrophie. Und dieses Auge links 1-0 nach 5 Jahren, das andere Auge mit der geografischen Atrophie ist leider von 1-0 auf 0-1 gefallen. Das heißt, das Kräfteverhältnis hat sich total umgekehrt und die CNV war im Endeffekt ein Riesenglück, weil wir sie spritzen konnten und weil die CNV verhindert hat, dass eine geografische Atrophie entsteht. Welche Fragen haben Sie? Zu diesem Fall keine Fragen. Wahrscheinlich war alles zu einleuchtend. Es war auch super spannend, da zuzuhören, muss ich ehrlich gestehen. Und ich bin sehr gespannt auf die weiteren Fälle. Wunderbar. Wir gehen weiter zu Fall 4. Fall 4 ist ein netter, junger, spanischstämmiger Patient. Und er hatte sich vorgestellt mit, wir gehen mal hierher, folgendem Befund. Das hier, der Patient ist 82 geboren, zum Zeitpunkt der Vorstellung war er also 37. Und Sie sehen im Endeffekt, Sie haben hier leichte subretinale Flüssigkeit und der Patient wurde vorgestellt als chronische RCS. Jetzt schauen wir uns mal hier an, Sie sehen hier kleine RPE-Defekte, Sie sehen hier RPE-Defekte. Wer jetzt von retikulären Pseudodrusen sprechen möchte, darf das gerne tun, aber Sie sehen schon hier, wir haben viel fokalere Verteilung von RPE-Defekten und der Patient ist natürlich viel zu jung für eine AMD. Also rechts chronische CCS, links, schauen wir mal, noch stärkere RPE-Defekte und diese RPE-Defekte gehen aber einher ohne Flüssigkeit. Wenn man sich diese Befunde hier en face anschaut, in der Infrarot sieht es fast aus wie eine Pattern-Dystrophie und ich persönlich bin ja ein riesen Aderhautliebhaber. Sie wissen, junge Leute haben häufig Probleme mit zu dicker Aderhaut. Das heißt, wir schauen uns mal hier die Aderhaut an. Können wir irgendwas erkennen? Nö, wir sehen gar nichts. Die Aderhaut verschwindet im Reich des Unsichtbaren. Und etwas, worauf ich Sie hinweisen möchte, der Heidelberg Explorer oder überhaupt die Heidelberg Spectralis und HRA-Maschine hat eine wunderbare Einstellung, nämlich den Enhanced Depth Imaging Modus. Und ich kann ehrlich gesagt an keinem anderen Gerät so schön die Aderhaut untersuchen wie am Heidelberg. Im Endeffekt ist es so, das Spectralis hat die Möglichkeit, einen Line-Scan zu machen. Beim Line-Scan ist die Zahl der ARTs, das heißt der Bildmittelungen, sehr, sehr hoch. Mein kleiner Tipp, Sie machen einen Line-Scan, Sie stellen sich danach das Summationsbild ein. Das heißt, Sie klicken auf der Mitte dieser Bedienkonsole. Wir haben ja diese große Bedienkonsole mit Touchscreen. Klicken Sie auf dieses schwarze Drehrad und dadurch, dass Sie da draufklicken, kommt es zu einer Summation. Und dann kippen Sie den Joystick leicht rechts, leicht links und schauen, dass Sie die Aderhaut aus mehreren Winkeln beleuchten. Und jetzt sehen wir hier plötzlich die Aderhaut. Der Kontrast ist ehrlich gesagt am Laptop nicht so gut wie am HiEx Explorer jetzt selbst, wenn Sie da quasi direkt davor sitzen ohne Webinar. Die Aderhaut hat hier eine Dicke von 822 Mikrometern. Das heißt, es ist eine wahnsinnig dicke Aderhaut, was ja hier mit der chronischen CRCS vergesellschaftet sein muss. Und am Partnerauge sehen wir es ähnlich. Die Aderhaut ist extrem dick, hat 795 Mikrometer. Und was auch auffällt, Sie sehen hier unfassbar dicke Gefäßlumina. Und diese Gefäßlumina sind ganz suggestiv für einen sogenannten pachychoroidalen Phänotyp. Und worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, das, was der Patient hier hat, diese zarten RPE-Alterationen, das ist im Endeffekt eine Form Frust der CRCS. Und 70% der Patienten, die eine CRCS haben, haben am anderen Auge eine pachychoroidale Pigmentepitheliopathie,
Das heißt, die Formfrust der CRCS, wo einfach statt subretinaler Flüssigkeit RPE-Schäden passieren. Und Sie können sich das so vorstellen. Die Aderhaut ist bei diesen Patienten pathologisch dick, pathologisch hyperperfundiert und pathologisch gestaut. Das heißt, die Flüssigkeit, die hier von unten aus der Aderhaut die ganze Zeit gegen das RPE drückt, führt zu RPE-Schäden. Und wenn diese RPE-Schäden die dekompensieren, wenn das RPE hier quasi kurz den Geist aufgibt, oft einen kleinen Mikrorip kriegt, den man nur ganz kurz sehen kann, wenn man Glück hat, dann sammelt sich subretinale Flüssigkeit und dann kriegen Sie eine CRCS. Das heißt, Teaching Point aus diesem Fall, wenn Sie junge Patienten haben mit solchen ganz komischen en face RPE-Defekten und auch oft mal mit subretinaler Flüssigkeit. Denken Sie an den EDI-Mode, machen Sie einen Line-Scan, machen Sie ein Summationsbild, kippen Sie ein bisschen den Controller, dann sehen Sie am Schluss, dass die Aderhaut in vielen Fällen bei jungen Leuten deutlich zu dick ist und dass sie eine pachychoroidale Pigmentepitheliopathie darstellt. Als kleines Schmankerl, wir hatten zu dem Zeitpunkt, als wir den Patienten gesehen haben, leider tatsächlich keine verfügbare Heidelberg-OCTA. Das heißt, ich habe für sicher eine Swapsource-OCTA von einem Mitbewerber. Wir schieben die einmal hier kurz in den Viewer. Wir haben hier im HX2 die Möglichkeit eines parallelen multimodalen Bildmodus. Das heißt, Sie können hier im Endeffekt Bilder importieren und können multimodal die Imaging-Modalitäten nebeneinander stellen, um zu schauen, wo eigentlich was korreliert. Und wenn wir uns hier mal anschauen, wir haben hier die pachychoroidale Pigmentepitheliopathie mit RPE-Defekt. Wir haben das gleiche auch hier oben mit subretinaler Flüssigkeit. Dann sehen Sie in der OCT-Angiografie Netzhaut, oberflächlicher Plexus, avaskuläre Zone, Choriocapillaris, dass da, wo dass Sie sehen, dass da, wo hier RPE-Defekte da liegen, gleichzeitig choriokapilläre Ischämie besteht. Und jetzt haben wir dauernd von choriokapillärer Ischämie gesprochen im Rahmen der AMD. Zusätzlich aber ist hier bei der pachychoroidalen Pigmentepitheliopathie zu beachten, die dicke Aderhaut bei der CRCS oder bei der pachychoroidalen Pigmentepitheliopathie führt dazu, dass es in der Choriocapillaris zu Druckschäden und Minderperfusion kommt. Und das, was wir hier im Endeffekt sehen an RPE-Defekten, kommt auch durch lokale Minderperfusion, weil einfach tatsächlich in diesem Bereich Choriocapillaris Defekte bestehen und das RPE zugrunde geht. Das heißt, dieser Fall zusammengenommen, unklare RPE-Defekte, die haben wir vor Jahren eigentlich überhaupt gar nicht groß benannt. Heutzutage können wir sagen, das ist eine pachychoroidale Pigmentepitheliopathie. Und bei jungen Patienten mache ich wirklich sehr gerne diesen EDI-Modus und kann mit dem EDI-Modus mir die Aderhautmorphologie anschauen. Und damit weiß ich, es kommt aus der Aderhaut das Problem. Und ich kann im Endeffekt in schlimmeren Fällen mit PDT behandeln oder auch mit Endpoint-Laser, Sub-Threshold-Micropulse-Laser oder auch mit Spironolacton. Das heißt, in diesen Fällen kann ich quasi das Kind beim Namen nennen und weiß, womit ich behandle und was die richtigen Ansätze sind. Haben Sie zu diesem pachychoroidalen Fall Fragen? Ja. Auch wenn zu diesem Fall erneut keine Fragen aufgetreten sind, glaube ich tief und fest, dass alle weiterhin munter sind und Ihnen freudig weiter zuhören. Denn es ist wirklich enorm spannend. Bitte mit dem nächsten Fall fortfahren. Vielen Dank. Wir gehen kurz in eine andere Netzhaut- und vaskuläre Erkrankung. Wir gehen einmal in diesen Fall. Das ist ein netter Patient gewesen. Der Patient hatte bei der niedergelassenen Kollegin bei Zentralvenenverschluss dreimal Eylea bekommen auf Lebrizept. Und dieser Patient hat im Endeffekt gesagt, naja, ich sehe nichts. Ich habe nur Metavisus, obwohl eigentlich meine Makula trocken ist. Und wir klicken uns mal durch. Wir haben den Patienten mehrfach gesehen. Und es fällt immer auf, dass an diesem Auge irgendwo Glaskörpertrübungen auftreten. Und dass an diesem Auge die Netzhaut leider immer pathologisch dünn bleibt. Wir gehen mal nochmal zurück zur Erstvorstellung. Erstvorstellung, wir fahren da mal durch mit dem Video. Und dieser Patient hat hier ein bisschen RNFL. Und wenn Sie mal hier schon im zentralen Bereich, gibt es eigentlich überhaupt gar keine RNFL mehr. Das heißt, wie soll denn überhaupt das Signal von der Makula, von der Netzhaut zum Sehnerv kommen, wenn hier im zentralen Bereich überhaupt keine RNFL besteht? Und jetzt ist für Sie natürlich ganz eindeutig, die Netzhaut ist hier krankhaft ausgedünnt. Wir haben krankhaft Unterversorgung der Netzhaut mit
irgendeinem, naja, Überlebenstool, das quasi nicht mehr verfügbar ist. Und in diesem Fall war eigentlich mit multimodalem Imaging die Sache ganz klar. Das ist ein altes Beutel aus 2017. Da gab es, glaube ich, die Heidelberg-OCT-Angiografie noch überhaupt gar nicht verfügbar, beziehungsweise noch gar nicht kommerziell. Und wir haben hier eine OCTA von einem Mitbewerber gemacht. Sie sehen, hier ist die Qualität der Aufnahme nicht unbedingt wahnsinnig toll, was man aber ganz eindeutig erkennen kann. Mit OCT-Angiografie, ob es jetzt hier ist von Zeiss oder von Heidelberg Engineering, sie haben im Endeffekt die Möglichkeit, mikrovaskuläre Defekte nachzuweisen. Und wenn Patienten zu Ihnen kommen und sagen, hey, ich sehe nach 3 Injektionen nichts mehr, meine Netzhaut ist krankhaft dünn, woran liegt das denn? Da können Sie sagen, na gut, Sie hatten einen Venenverschluss, Sie hatten im Rahmen dieses Venenverschlusses ein Ödem, das wurde beseitigt, aber leider hatten Sie einen kombinierten Verschluss, einen venös-arteriösen Verschluss und Sie sehen, dass hier überall Kapillaren im superfiziellen Netzhautplexus fehlen und da, wo eigentlich die foveale avaskuläre Zone besteht, da ist ein foveales avaskuläres Totenmeer, hier ist nichts zu holen, da ist im Endeffekt die Netzhaut so krank und ausgedünnt und blutunterversorgt, dass leider von weiterer Therapie nichts zu erwarten ist. Das heißt, wir konnten mit der OCT-Angiografie ganz eindeutig das Problem lösen. Es ist ein ischämischer, arteriell minder perfundierter Venenverschluss gewesen. Jetzt haben wir den Patienten, ich habe extra nochmal nachgeschaut, es war kein Kunstfehler, das zu verschweigen. Wir haben dem Patienten extra gesagt, na gut, wenn Sie keine Injektion mehr brauchen, ist es dennoch wichtig, sich eine Optos-FLA, eine Weitwinkel-FLA machen zu lassen, denn Sie können im Verlauf in eine ischämische Netzhautproblematik kippen. Und den Patienten haben wir lange nicht gesehen, von Juni 2017 bis Mai 2018. Er war nicht bei uns, er war bei den Kollegen. Und was sieht man? Hier überall kleine Zellen im Glaskörperraum. Sie sehen Schlieren im Glaskörperraum. Was ist passiert? Der Patient hat in den Glaskörperraum eingeblutet. Und diesen Patienten kann man hier an den Blutzellen ganz eindeutig als leider proliferativ neovaskulären Zentralvenenverschluss charakterisieren. Und auch wenn der Patient dann von uns erneut Anti-VEGF bekommen hat und auch wenn man sich gekümmert hat, dass der Patient hier eine Glaskörperentfernung kriegt, eine Vitrektomie zur Beseitigung der neovaskulären Membranen, sehen Sie doch, dass das Auge im Endeffekt trotz schlechten Visuses, trotz Metavisus, trotz eigentlich der Aufforderung, da jetzt nicht zu viel zu machen, leider ins Neovaskuläre gekippt ist und es wurde im Endeffekt leider nicht beachtet und vergessen, dass so ein Auge mit kapillärem Dropout erst recht der Aufmerksamkeit von uns bedarf, denn wir wollen auf keinen Fall, dass wir Proliferationen kriegen, wir wollen auch auf keinen Fall, dass solche Augen neovaskuläre Glaukome entwickeln. Und das ist, wie Sie wissen, ein sehr unschöner Gegner, den man eigentlich nur mit multimodalem Angriff besiegen kann, mit CPC, Glaukom-OPs anderer Natur, mit Avastin, mit Laser. Also hier im Endeffekt die OCTA, ein wunderbares Screening-Tool für mikrovaskuläre Zustände der Netzhaut, dass man sagen kann, ist Ischämie da, ja, nein, auch gern bei Diabetikern, wo man einfach sagen möchte, Makula trocken, aber leider ischämische Makulopathie, Spritzen bringen nichts. Und im Endeffekt ist die OCTA schnell verfügbar, im HIEC-System integriert. Und wenn man sich damit quasi die FLA bei der einen oder anderen Visite sparen kann, ist das natürlich extrem angenehm. Welche Fragen haben Sie an mich? Ja, zu diesem Beispiel keine Frage, aber zu dem vorhergehenden ist eine Frage eingetroffen. Da haben Sie die Spironolactone erwähnt. Welche Dosis verwenden Sie? Wir verwenden 2x25 mg. Man muss ja ganz ehrlich sagen, Eplerenon, das heißt, das weniger selektive beziehungsweise weniger für die CRCS selektive Alternativtherapeutikum wurde ja im Vici-Trial nachgewiesen als nicht wirksam. Eplerenon war nicht besser als Placebo im Vici-Trial. Andrew Lautery und Kollegen haben das nicht in irgendeinem Journal publiziert, sondern tatsächlich in Lancet, was ich extrem beeindruckend finde. Und Eplerenon wird gar nicht genutzt mehr von uns. Für Spironolactone gibt es eine schöne Crossover-Studie von Busquet und Kollegen. 2x25 mg ist immer noch nachgewiesenermaßen wirksam. Wir geben das erstmal für 6 Wochen bei chronischen Befunden. Und wenn sich da nichts tut, bin ich mittlerweile eigentlich schon schnell bei der PDT. Okay, vielen Dank. Wir können mit dem nächsten Fall fortfahren. Wunderbar. Wir gehen mal in Fall 8. Fall 8 ist etwas, was wir gerade schon
besprochen haben. Fall 8 ist im Endeffekt auch ein parikoroidales Spektrum. Ich möchte Ihnen nochmal zeigen, wie aus einer CRCS eine CNV entsteht, die am Schluss aussieht wie eine AMD, wenn man es nicht besser wüsste. Diese Patientin, eine extrem nette Patientin, habe ich gar nicht gesehen 2010. Da war ich noch gar nicht in der LMU-Augenklinik tätig. Diese Patientin hatte hier eine chronische RCS. Sie sehen diesen ganz klassischen subretinalen Flüssigkeitssaum. Sie sehen, die Aderhaut ist jetzt nicht massiv, aber doch verdickt, 382 Mikrometer. Und Sie sehen, dass hier unter den Fotorezeptoren diese kleinen überreflektiven Banden angelagert sind. Das habe ich mich lange gefragt, was ist das? Das hier ist Photorezeptorabfall, Photorezeptor-Debris. Im Endeffekt haben Sie ja beim RPE einen Phagozyten, der frisst die ganze Zeit Photorezeptorabfall von den Photorezeptoren. Wenn jetzt der Photorezeptor hier abgehoben ist vom RPE durch Flüssigkeit, dann kann eigentlich der Photorezeptor gar nicht dieses Material ans RPE abgeben und es sammeln sich hier sogenannte Stalaktiten, die im Endeffekt Photorezeptorabfall darstellen. Jetzt wurde der Patientin gesagt, naja, sie haben irgendwie eine CRCS, da kann man jetzt was machen, kann man auch nichts machen, kann man auch erstmal zuwarten. Gehen Sie nochmal zum Augenarzt, der soll es mal kontrollieren. Und ich habe die Dame dann gesehen, 8 Jahre später. 8 Jahre später ist aus diesem Befund mit ganz, ganz, ganz milder Pigmentepithelabhebung das hier geworden. Eine ganz fette, breitbasige Pigmentepithelabhebung, die wahnsinnig flach ist. Ja, ganz anders als die PCV, die ja klein war und spitzgipfelig, ist hier eine ganz flache Pigmentepithelabhebung da. Getrennt sind Bruchmembran und RPE. Und wir haben viel breitbasige subretinale Flüssigkeit. Und wenn Sie jetzt mal anschauen, wie dick die Aderhaut ist, die ist sogar dicker, als sie damals war im Jahr 2010. Und wir haben dieser Patientin gesagt, na gut, Sie haben einen Befund, der irgendwo auf eine chronifizierte CRCS hindeutet. Und diese chronifizierte CRCS ist ja immer verdächtig mit CNV. Das heißt, wir haben uns gefragt, ist in dieser Pigmentepithelabhebung irgendwo eine CNV drin oder nicht? Vorhin haben wir gesagt, 25-38% der Patienten entwickeln im Verlauf eine CNV. Alternativ ist es so, jede dritte Pigmentepithelabhebung im Rahmen einer CRCS hat eine CNV. Und jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt denn die subretinale Flüssigkeit? Kommt die subretinale Flüssigkeit aus der CRCS oder kommt die aus der CNV? Und das ist ja für Ihre Therapie ganz essentiell. Wenn aus der CRCS die Flüssigkeit kommt, aus der Aderhaut, dann muss man ja Spironolacton, Laser, PDT machen. Wenn aber die Patientin aus der CNV Flüssigkeit verliert, wäre ja Anti-VEGF die richtige Therapie. Wir haben hier eine FLAI-CGA gemacht und Sie sehen hier dieses kapilläre Netz der CNV, das irgendwo doch erstaunlich ähnlich ist zu dem Netz vorhin bei der PCV, nur ohne wirkliche Aneurysmen. Wenn man jetzt ganz weit gehen möchte, könnte man sagen, eventuell sind das hier sogar schon kleine Knötchen, vielleicht sind das schon Vorläufer von Aneurysmen. Was auf jeden Fall auffällt, dieses neovaskuläre Netzwerk ist gespeist von so einem ganz dicken choroidalen Trunk, von seinem ganz dicken choroidalen Blutgefäß. Wir haben jetzt bei dieser Patientin gesagt, na gut, Sie haben eine CRCS mit CNV, irgendwo kippt das langsam in eine polypoidale choroidale Vaskulopathie und wir haben der Patientin Anti-VEGF gegeben und die war 8 Jahre lang nachweislich nie länger trocken. Und durch die Diagnose der CNV konnten wir Anti-VEGF geben und mit 3 Injektionen Ranibizumab on-label war diese Patientin trocken. Das heißt, da wo die chronische CRCS irgendwo ein Riesenproblem darstellt, ist sie das eigentlich nicht mehr, sobald sie erkennen, dass da eine CNV drin stecken kann. Denn in diesem Fall geben sie Anti-VEGF. In 50% der Fälle ist dann der ganze Befund trocken. In der anderen 50% der Fälle eben nicht. Dann haben wir vorgeschlagen in einer Publikation dieses Jahr in Scientific Reports, dass man auf Aflibercept switcht. Mit Aflibercept sollten Sie dann nochmal eine 50%ige Ansprechrate kriegen. Und dann haben Sie im Endeffekt nur 1/4 der Patienten, die chronisch feucht sind. Und 3/4 konnten Sie mit Anti-VEGF gut behandeln. Jetzt gehen wir nochmal kurz nach 2018. Was ist denn nochmal typisch für die CRCS mit CNV? In welcher Hinsicht ist das irgendwo so gestieft, dass das keine AMD ist, sondern eine CRCS mit CNV? Einerseits sehen Sie, diese Pigmentepithelabhebung ist wahnsinnig flach.
denn die Blutgefäßbildung ist bei der CRCS viel, viel langsamer und arteriogenetischer. Das heißt, geht viel mehr in Richtung langsames Wachstum statt überschüssigem Wachstum wie bei der AMD. Das heißt, wir haben eine kleine, flache Pigmentepithelabhebung mit großer, aber nicht so prominenter CNV. Und wenn Sie sich hier diesen Befund anschauen, dann sehen Sie, dass der Befund bei der CRCS ganz häufig ganz symmetrische, kreisrunde Flüssigkeit hat. Sollten Sie so etwas sehen, ist es sehr typisch für eine CRCS und man denkt dann ehrlich gesagt eher weniger an eine AMD. Wenn noch Unklarheiten bestünden, kann man auf jeden Fall sich immer die Aderhautmorphologie anschauen. Unabhängig von der reinen Dicke sind gestaute Aderhautgefäße mit einer wahnsinnig hohen Zahl an Durchmesser suggestiv für ein Pachychoroid. Und es gibt nochmal diese Definition von Pachyvessels, das heißt von Blutgefäßen, die definitiv zum Pachychoroid-Spektrum gehören, weil sie einfach zu dicklumig sind. Und hier ist der Cut-off jetzt nicht wahnsinnig akzeptiert weltweit, aber von vielen Kollegen doch in Papern so benutzt, 180 Mikrometer. Das heißt, wenn hier im Endeffekt der Durchmesser des Gefäßes 180 Mikrometer übersteigt, ist es vom Phänotyp eher ein pachychoroidaler Phänotyp, mehr noch als die reine Dicke, ist das ein ganz schöner Hinweis, was eigentlich bei diesem Patienten schief ist, beziehungsweise falsch pathologisch ist. Erhöhte Aderhautdicke und Aderhautkongestion zusätzlich zu der chronischen CRCS, dann noch mit CNV. In diesem Fall, wenn da jetzt die Anti-VEGF-Therapie auch mit Aflibercept nicht gewirkt hätte, hätten wir noch eine PDT ergänzt. Und das wäre auch dann, wenn man die Spritzenzahl reduzieren möchte, mittelfristig bis langfristig natürlich auch sinnvoll. Das heißt, hier nochmal als Teaching Point, wenn die AMD subretinale Flüssigkeit hat, die persistiert, wenn der Pigmentepithelabhebung, wenn die flach ist und relativ großflächig, wenn sie kreisrunde Exsudation haben, denken Sie an die CRCS und fragen Sie mal nach, ob der die Patientin vielleicht vor 10, 15 Jahren Probleme hatte mit stressbedingten Netzhautschwellungen, dann werden sich viele wohl daran erinnern, ja, ich hatte mal was. Im Endeffekt dauert es 17 Jahre im Mittel, bis eine CNV sich ausbildet bei CRCS und diese 17 Jahre, die führen dann oft dazu, dass man sagt, der Patient ist jetzt nicht mehr 45, sondern 62. Ergo ist es eine AMD, dabei war es und ist es und bleibt es eine pachychoroidale CNV. Welche Fragen darf ich beantworten? Ja, ich schalte mich wieder dazu und habe keine aktuellen neuen Fragen. Ja, vielmehr ist uns leider schon die Zeit davongelaufen. Ich denke, ich kann für einen Großteil aller Teilnehmer sprechen und sagen, ich hätte Ihnen gerne noch eine weitere Stunde zugehört mit vielen weiteren Fallbeispielen. Es war wirklich sehr lehrreich, sehr spannend. Ich denke, Sie haben in vielen OCT-Beispielen doch gezeigt, dass man doch noch mal etwas genauer hinschauen kann und dass Sie uns aufgezeigt haben, worauf man dann doch achten sollte bei bestimmten OCT-Veränderungen. Also ich habe heute wirklich viel mitgenommen. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Siedlecki. Das fand ich wirklich eine ganz tolle Stunde mit Fallbeispielen. Vielen Dank Ihnen für die Moderation und vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch fürs Mitmachen, fürs Fragen stellen und falls weitere Fragen auftreten. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. E-Mail-Verkehr etc. ist immer gern gesehen. Ja, es kommt auch Lob von den Teilnehmern. Einmal vielen Dank, Top-Vortrag. Also da spreche ich nicht nur für mich, also auch von den Teilnehmern. Das Lob gerne weitergereicht. Ein letztes Wort noch. Sie sehen eine Folie mit unseren Vertriebskollegen. Wenn irgendjemand von den Teilnehmern Interesse hat an einem Modul oder an einem Gerät von Heidelberg Engineering. Hier sehen Sie unsere Kollegen aus dem Vertrieb. Sie können gern schauen, welches Postleitzahlgebiet für Sie zutrifft und sich dann an den entsprechenden Kollegen wenden. Und damit darf ich mich ganz herzlich bei allen bedanken. Vielleicht sehen wir uns bei einem anderen Webinar wieder. Ich darf Ihnen einen schönen Abend wünschen und vielleicht bis bald. Auf Wiedersehen. Schönen Abend, danke.